möchte euch ganz herzlich begrüßen und euch eine schöne Feier zur Einweihung der LGS wünschen. Ich selber kann ja leider nicht da sein, weil ich auf einer Delegationsreise unseres Ausschusses in Nordafrika unterwegs bin. Und das finde ich natürlich besonders spannend, gerade nach dem arabischen Frühling, gerade die Frage, wie haben sich dort Medien entwickelt, und deshalb ist das mir ein wichtiges Anliegen, dahin zu fahren, aber deshalb kann ich nicht da sein. Ich will euch nur mal kurz zeigen, wo ich jetzt untergekommen bin. Ihr habt das euch wahrscheinlich schon gedacht, hier, wo mein etwas altes Plakat hängt. Das ist mein neues Büro. Es ist noch nicht ganz fertig. Es fehlt hier noch ein Tisch. Und eigentlich sitzt hier natürlich Benjamin, der jetzt hinter der Kamera ist. Benjamin, zeig dich mal kurz. Ich fühle mich hier sehr wohl in dieser neuen LGS. Ich finde, die hat auch was Schickes und was Tolles. Auch wenn ich etwas wehmütig der Walpurgisnachtstraße Tschüss gesagt habe, seit ich in Mainz aktiv bin sozusagen. Also ich habe damals den Umzug des Kreisverbandes mit in die Walpurgisnachtstraße organisiert und habe die meiste Zeit meiner politischen Aktivität in Rheinland-Pfalz in der Walpurgisnachtstraße verbracht. Ja, und jetzt ist eine neue Zeit angebrochen. Wir sind stark in Rheinland-Pfalz. Wir haben eine Landesregierung, die wir mitstellen. Wir haben drei tolle Ministerinnen, wir haben eine super Fraktion und wir haben drei Bundestagsabgeordnete, was besonders schön ist. Insofern freue ich mich jetzt hier auf dieses etwas größere und schönere Miteinander. An dieser neuen LGS. Das ist die Kinderspielecke. Ne? Wir haben hier also einen Tisch und einen Stuhl. Das Einzige, was wir vielleicht noch ändern sollten, ist das hier. Das hat eigentlich in einem Spielzimmer nichts zu suchen und das sollten wir möglichst schnell wegräumen. Dazu damit zusammen, weil wir auch damit. Was ich ja toll finde, ist dieser schöne, lichte Tagungsraum. Und da freue ich mich schon drauf, wenn wir den Wahlkampf für nächstes Jahr vorbereiten. Wir haben ja eine spannende Bundestagswahl vor uns und wir müssen wirklich darum kämpfen, dass wir diese blöde schwarz-gelbe Bundesregierung endlich ablösen. Das ist keine Politik, die die machen, das ist Murks. Und deshalb hoffe ich, dass wir richtig stark sind und ein gutes Ergebnis haben, damit wir auch gegenüber unserem möglichen Koalitionspartner einiges durchsetzen können. Bleibt mir nur noch, euch eine wunderschöne Party zu wünschen. Wie gesagt, ich bin ein bisschen traurig, dass ich nicht mit euch feiern kann. Also lasst es euch gut gehen. Wir haben ja viel vor fürs nächste Jahr. Da ist es wichtig, zwischendrin immer auch noch ordentlich zu feiern. Ja, genießt den Abend und bis bald. Tschüss.